Karl-Heinz Kopf von der ÖVP setzt fort. Geschätzte Damen und Herren hier im Saal und auf den Galerien und auch zu Hause an den Empfangsgeräten. Man ist ja schon fast gewohnt, dass in den letzten Jahren immer mehr Politik gemacht wird, auch im Hohen Haus und außerhalb, mit Angriffen auf Personen in der Öffentlichkeit, oft unbewiesenen, meist unbewiesenen Angriffen auf Personen, mit Vorverurteilungen, die man dabei auch natürlich dann nicht zuletzt in den Medien herbeiführt. Und das geschieht jetzt gerade wieder gegen einen Mitarbeiter der ÖNB. Ich will mich daran nicht gewöhnen, an diesen Politikstil. Meine Damen und Herren, die Zentralbanken haben in den letzten Jahren eine Geldpolitik betrieben, nicht nur in Europa, auch darüber hinaus, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um das Zinsniveau niedrig zu halten, wissen wir alle, haben ziemlich sicher auch zu spät begonnen, der Inflation, die daraus ein Stück weit resultiert, entgegenzuwirken und etwas früher zu beginnen mit den Zinserhöhungen. Wir hätten wahrscheinlich manche Überhitzung vermeiden können. Aber es musste doch jedem klar sein, dass in dem Moment, die Frau Kollegin Doppelbauer hat das eh sehr schön ausgeführt, in dem Moment, wo man diese Politik richtigerweise beendet, dass in dem Moment natürlich die Kurse der, oder die Wertigkeit der viel zu stark in dieser Politik angekauften Anleihen natürlich sinken wird. Und das ist ja kein Einzelfall in Österreich. In nahezu allen anderen Ländern haben die Anleihen, die gekauft wurden, ähnliche Wertverluste erfahren wie jene der österreichischen Anleihen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das war auch ein Stück weit zu erwarten. Und man darf eines nicht übersehen, meine Damen und Herren, bei aller Kritik am zu späten Stoppen dieser Politik, oder vielleicht war sie auch generell etwas überzogen, aber europaweit und weltweit praktiziert, es haben Staaten, nämlich Staaten als Schuldner und Private als Schuldner, in diesen Jahren etwa mit 50 Milliarden davon profitiert, von diesen niedrigen Zinsen. Und jetzt, wo wir das beenden müssen, haben wir tatsächlich, und aber das war irgendwo ein Stück weit zu erwarten, wenn man diese Politik beendet, sind Wertverluste von 2 Milliarden Euro eingetreten. Aber halten wir dem entgegen, was an sich durch diese Niedrigzinspolitik alles an Investitionen möglich war, zu höchst niedrigen Zinsen, was Staaten und auch Private als Schuldner davon profitiert haben. Und das jetzt alles zum Anlass zu nehmen, wir diskutieren regelmäßig mit der ÖNB im Budgetausschuss, im Finanzausschuss, auch die Politik der ÖNB. Das ist doch gut so, Sie sind uns dort verantwortlich. Und wir können es auch hier herinnen gerne sachlich diskutieren. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, als Effekt einer europäischen Politik an einer Person auf diese Art und Weise, einem Mitarbeiter der Notenbank festzumachen, nur weil er eine Nähe zur ÖVP hat, das ist eine Schweinerei. Die Zentralbanken hätten in den vergangenen Jahren eine Geldpolitik betrieben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Karl-Heinz Kopf von der ÖVP sagt, dass sie möglicherweise zu spät begonnen hätten, die Zinsen zu erhöhen und der starken Inflation entgegenzuwirken.